Restaurants, Essen ist hier. Oh Gott, und er ist Fischer. Und die Oberarme sind Fisherman-like, Jesus Christus. Wenn ich dich frage, wovon du dich ernährst, ist die Antwort hoffentlich nicht Spinat. Aber es fühlt sich so an. Was nimmst du sonst so zu dir tagsüber? Fisherman's Friend. Wenn ich ein Freund von Anessa wäre heute Abend, wäre meine Freundschaft geendet in dieser Sekunde. Aber du kennst Anessa gar nicht privat, oder? Ein wenig. Ein wenig, aber das ist jetzt auch durch bei euch beiden, oder? Ja, wenn man immer viel unterwegs auf See, dann ist das schwierig. Ihr steht dann abends immer an der Reling zusammen, wie jetzt in diesem Fall aktuell ja du und Anna. Und was besprecht ihr dann so? Anna macht die Bücher und Anna macht die Wäsche. Was macht Anna sonst noch so Gutes für dich? Schreibt Briefe. Sie schreibt Briefe. Was steht denn? Rutsch doch mal ein bisschen rüber. Das ist auch nicht nett, diese dicke alte Frau so lange stehen zu lassen. Das hängen wir mal hier auf, das ist ja auch ein bisschen durchgeschwitzt nach unserer Begegnung. So, also Alex, was schreibt sie denn so für kleine Poems an dich? Du bist ganz schön neugierig. Natürlich, wenn ich sie alle wollen es wissen. Ich bin nur das Sprachrohr von all diesen Krantanz. Genau, wir wollen das wissen. Ja, interessant, Birgit, schön. Du hast einfach reinreden in die große Show, ja, ja. So ist das in Las Vegas auch. Ja, ja, ich hab's gekauft. Da sitzen 10 Leute, ich hab die dicke Frau bezahlt. Also, quatsch ich rein. Alex, also jetzt gib uns eine Antwort nur für Birgit. Die darf es gerade nicht wissen. Ach so. Oh, da gibt es so alte Liaisons, oder warum nicht? Darum. Du hast es gehört. Ich habe es gehört, aber das reicht mir nicht, dass es eine Frau noch sagt, ich möchte dich hören. Es tut mir leid. Wir wollten high sein, richtig. So, Anna. So, Birgit. Gemeinsam in Liebe und Geht. Jesus Christ, macht jemand bitte ein Foto hiervon? Das muss ich all diesen Menschen in Berlin erzählen, wie leicht das in Essen immer ist. Sie möchten bestimmt auch mal die Kolleginnen in Shows von 20 Personen spielen. Immerhin sind es ja schon 20. Ich freue mich. Alex, hat sich's für dich auch so schön angefühlt wie für mich? Viel schöner noch. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Und das Schöne ist, du hast meine Zeichnung auf deinen Lippen für die nächsten 2 Monate. Das ist nämlich so ein ganz spezieller neuer Lippenstift. Lippenstift. Das Teil ist so. Ach, zieh das doch mal. Ach nein, das machen wir noch nicht. Das ist noch ein bisschen früh. Alex, ich muss mich jetzt ein bisschen zusammenreißen und darauf konzentrieren. Ich muss in die Pause, du hast es eben gehört. Du setzt dich schön wieder zu Anna, die bewacht dich so lange. Anessa hat eine kleine Fußfessel mit Kette und Kugel besorgt. Das machen wir dir so lange fest, damit du nicht gleich wieder weglaufen kannst. Warum warst du übrigens zu spät? Darf ich das mal fragen? Warum warst du zu spät? Oh nein, ich will es nicht wissen. Coitus Essinus. Ach, das hast du auch nicht verdient. Tschüss, mach's gut, Alex, servus, Baba. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ja, nimm das mit, nimm doch deine Fäsche wieder mit. Das kann Anna machen. Tschüss. Ein kleiner Applaus für den da, für das da. Für Alex. Spiel auf, Recken. Spiel auf. Nacht. Wenn die Straßen plötzlich still sind, wenn